Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Wir sind hier wieder von diesen Irren umgeben, die sich behaupten wollen, aber sie sind nicht cool, Mann. Okay, Fatz. Oh, das war ja klar, dass der mich trifft, Mann. Aber egal, wir haben die Greifenfeder. Damit können wir schon einiges mehr anfangen, denn das ist mein Lieblingsitem in dem Spiel, selbstverständlich. Zack, und tschüss. Und schwimmen und weg und zack. Oh, okay. Oh, meine Hand. Ah, okay. Kurzes Selfie mache ich mal hier. Oh. Wow, wow, was heißt Link, hör mal auf mit der Steuerung, Alter. Hör mal auf, hallo. Junge. Ich weiß, ich ziehe jetzt ganz viel auf die Steuerung, weil dem einen Part hat der meine Steuerung ganz schön gesagt, aber ich meine das wirklich ernst, Leute. Ich meine das wirklich ernst. Okay, gehen wir jetzt hier runter. Oh, gehen wir nicht hier runter. Gehen wir. Okay. Und schwimmen. Zack. Okay, den Kompass haben wir schon mal, aber die Karte noch nicht, ne? Oh. Die Karte haben wir noch nicht, oder? Doch, die Karte haben wir schon. Ne, haben wir noch nicht. Die Motte ist ganz cool. Die Motte. Die Karte ist ganz cool. Die Giftmottenhöhle, oder? La, la, la. Twim und zack. Nein, 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 nein. Oh, Halleluja. Weg. Nein, jetzt haben die Spikes und den Sprung kombiniert. Das ist ja ganz fies. Ich bin kein Fan von der PC-Steuerung. Ein Zelda-Game mit der PC-Steuerung zum Kotzen. Sorry, aber ich bin bisher kein Fan davon. Ah, hier geht's nur rückwärts. Das brauchen wir ja nicht, würde ich sagen. Weg. Ah, das war eine Truhe. Okay, ich weiß schon, wo wir hin müssen. Lalalalalalala. Okay, ah, ja, das ist ganz gemein. Jetzt denkt man sich, okay, gut, man kann oben lang gehen. Aber nein, das muss unten lang gemacht werden. Okay, 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 ich check das schon. Fahrt's mal. Und tu. Zack, und schon sind wir hier oben. Was ist da drin? Es ist der kleine Schlüssel, ein weiterer. Bisher hatten wir nur zwei. Na, 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 na. Nein. Gibt's jetzt nicht, oder? Weil er gesprungen ist einfach so. Jetzt raste ich aus. Fossa! Wow, was ist das für wie Flederbeißer einfach hier sind. What the? Jetzt habe ich aber die Faxen dicke Link, Mann! Junge, was ist das für eine Dreckssteuerungsscheiße, ey? Ohne Flachs, Mann. Verpiss dich jetzt mal, Mann. Ohne Witz, Mann. Ich cutte das gleich. Ich meine das wirklich ernst. Ich wollte keinen Tod haben. Ich wollte wirklich keinen Tod haben. Ich meine das wirklich ernst. Aber wie soll ich das bitte schaffen, wenn Link das macht, was er will? Und ich. Habt ihr das gesehen? Ich habe keinen. Ihr könnt. Stimmt, ihr könnt das nicht sehen. Ich meine das wirklich ernst jetzt, Link. Reiß dich mal zusammen. So, jetzt warte ich richtig lange. Wussa! Okay. Dann warte ich halt wie die letzte Pussy darauf, dass Link hier den Sprung doch noch hinbekommt. Das ist jetzt. What the fuck? Okay, jetzt muss ich überlegen. Ich habe aber schon eine Idee, wie ich das rette. Was zum Teufel? Warte mal. Okay, jetzt, Leute. Wow.
Sorry, dass ich die Tode jetzt überspringen will. Aber ich kann echt nichts dafür, sorry. Ich sehe den Tod ein, okay, gut. Aber ich will, dass da kein Death trotzdem steht, weil... Also, ich akzeptiere jetzt den Tod, aber ich sehe nicht ein, dass er dann da steht. Weil das war unnötig, einfach nur. Und er wäre nicht passiert, wenn ich die richtige GBA-Steuerung hätte. Ich weiß, ich rede mich damit jetzt raus, oder es hört sich so an wie so eine Ausrede. Es tut sich wie so eine Ausrede anhören. Soll es aber nicht sein, ich weiß, tut es für euch trotzdem. Aber eigentlich will ich doch nur das Beste. Und das ist versuchen, die Tode zu überspringen, wenn die Tode nicht gezählt hätten dürfen eigentlich. Weil ich eigentlich richtig gesprungen bin. Danke, Link, dass du es nicht getan hast. Mal wieder. Okay, wir haben jetzt einen Key. Und ich weiß gerade nicht, wohin. So, wir können jetzt nochmal eine Seite nach rechts. Und dann gab es da eine Truhe. Es gab hier eine Truhe. Aber ich weiß nicht wo. So, das ist die hier. Wie kommen wir aber an die ran? Und das ist schon mal unmöglich. So, das heißt, wir bahnen uns jetzt den Weg nach unten. Nee, wobei, da kommen wir auch nicht hin. Oh, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, Mann. Ey, man gibt ihr Loser mir Herzen, das ist immer okay, okay. Oh, das wird's aber echt kompliziert, Mann. Ah, oh, das ist voll schwul, Mann. Gay, Mann. Da muss ich selber gerade mal überlegen. Ah, wir waren ja noch nicht hier oben. Waren wir hier oben schon? Ja, waren wir, ne? Das muss ich echt überlegen, ey. Wir waren doch noch nicht hier oben. Ah, was ist jetzt passiert? Was zum Teufel war jetzt los, Mann? Oh, Junge, zieh doch mal Leine, Mann. War nur noch nicht hier, bin ich denn blöd? Ups. Ah, ja, das ist ja schon auffällig genug, Mann. Ja, was soll man denn sonst hier machen, Mann? Ha! Der Preis verrät es ja einen sogar. Also wenn man wirklich nicht ganz so hohl in der Birne ist, wie kann man die Truhe holen? Aber dennoch weiß ich nicht, wohin. Wir haben oben alles geklärt. Wir müssen nur noch unten klären. Okay. Okay, okay, okay. Das heißt, wir haben oben jetzt alles gesaved, geklärt. Das heißt, wir müssen nur noch unten lang. So, wie kommen wir denn überall unten lang? Oh. Nope. Kannst du saven? So, das heißt, wir müssen auf jeden Fall von oben wo runterklatschen, ne? Wir müssen auf jeden Fall von oben weiter herarbeiten. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich muss Rätsel nicht einfach nochmal lösen, oder? Oh, das bricht mir doch schon wieder das Genick, ey, wetten. Nein, tut's nicht, weil ich krass bin mal. Jetzt bin ich fast wie auf die Leertaste gekommen. Okay. Und Trappen, okay. Hier geht es echt nicht weiter für mich. Oder? Komm schon. Hier muss es doch was geben, mal was. Habe ich nicht geschafft. Oh my God, was sollen wir tun? Okay, ich spring mal hier rüber. Ich spring mal hier rüber. Okay, das ist jetzt ein bisschen complicated. Ich muss erstmal raffen. Ich muss das erstmal raffen, Leute. Was? Okay, war nur die Scheißtruhe. Aber wie kommen wir denn da dran, Mann? Ich glaube, das ist wieder so offensichtlich, weil das der Videobeweis im Prinzip ist. Check ich das wieder nicht.
Oder darf ich das nicht beim ersten Mal schaffen? Ist doch immer so. Irgendwie, du denkst, du bist cool, aber bist es dann nicht, Alter. Dann beweis es doch gar nicht, Mann. Es muss hier irgendwo weitergehen, Mann. Aber ich weiß es doch nicht, mein Mann. Oh, was ist denn hier mit der Karte los, Mann? Die Karte ist voll verbuggt gerade bei mir. Oh, Leute, ich weiß es gerade echt tatsächlich nicht, Mann. Oh, jetzt habe ich den Sprung über den Knacks da nicht geschafft, Mann. So ein Vollidiot. Junge, das Auto ist der coolste, Alter. Ohne Flachs, Mann. Da, was ist denn mit der scheiß Karte los, Alter? Die hängt sich gerade auf, Mann, die ganze Zeit. Ich raste aus. Ich mach's über den Savey, Mann. Ich brauch doch die Karte, Mann. Jetzt gib sie her. Ja, wie komme ich denn überhaupt da hoch jetzt nochmal, Mann? Ich mach ein Safe-State. Ich brauch die Karte. Hier geht's nicht weiter. Man bestimmt gerade einen gewaltigen Fehler. Den check ich jetzt aber mal nicht mal. Was denn los? Oh. Nein! Oh, ich habe den Raum doch komplett vergessen. Ich sage noch, wollen wir strukturiert durchgehen. Ich habe es komplett vercheckt. Fuck, Mann. Das war blöd. Okay, Zwischenboss-Time anscheinend. Puh. Oh, der war scheiße, der Boss, Mann. Oh. Okay. Okay, ich arbeite so. Okay, einer ist weg. Das heißt, wir nehmen uns jetzt den hier vor, Mann, und schwimmen und zack und... Attacke, Mann, was ist los mit dir? Du hast keine Chance, Mann. Wow, zack, er ist auch weg. Jetzt bist du noch du alleine da, Mann. Was willst du tun, Mann? Oh, Mann, fuck, Mann, jetzt bist du aber dran. Oh, mein Gott, Mann. Oh, ich hab schnell... Okay. Ich werde niemals auf A packen. Okay, ja, dann haben wir nochmal gesackt am Ende. War ja klar. Okay, wir können hier einmal hoch. Allerdings will ich das hier nicht vergessen. Zack. Denn hier müssen wir auch noch hin. Sicherheitssafe steht immer noch. Oh mein Gott, Mann, jetzt geht's. Wir haben die Ruhe jetzt erreicht. Und das ist ein Gasha-Kern. Den können wir noch gebrauchen für das Herzteil. Das haben wir ja noch nicht, Mann. Was? Los. So, jetzt gehen wir da hoch, würde ich jetzt mal sagen. Und clearen den letzten Rest des Dungeons. Oh, die Feder jetzt geil, ey. Gib ich das mal, Mann. Hier. Zack. Oh. So, wir brauchen natürlich noch den Boss-Key, der sich hier unten befindet. Twimmen! Oh, wieder den Sprung nicht geschafft, ey. Oh mein Gott. Warte mal, Mann. Da geht's lang. Ja. Oh, Twill! Oh, fuck, Mann, wieder nicht geschafft. Aber den Sprung kann man auf jeden Fall schaffen, Leute. Oh, oh, oh. Hier geht es doch hoch. Hier geht es doch, hier geht es doch. Hoch, hoch. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir zum Boss hin. Der Boss ist allerdings sehr gemein, meiner Meinung nach. Denn der kann den Spieler wirklich sehr krass abfucken. Hallo, Link. Link, zusammenreißen. Irgendwas stimmt wieder nicht. Boah.
Letzte Zeit stimmt was nicht mit meiner Tastatur, habe ich euch schon erzählt. Oder glaube ich zumindest, dass es angemerkt wurde. Also die Tastatur, die ich bisher benutze. Es ist wirklich weird. Ich brauche Herzen, Mann. Ach, Mann. Aber von euch Spinner bekomme ich da bestimmt noch mein Herz raus. Wenn ich euch die Zähne einschlag, Mann, was? Ich mache das anders da. Okay, jetzt. Oh, nicht treffen mehr. Okay, gehen wir direkt zur Boss. Ich hab keinen Bock auf euch. So, wir kommen zurück nach einem kleinen Cut. Ihr müsst mal kurz cutten, tatsächlich. Das war auch wieder so blöd, ey. Aber jetzt, wo ich endlich cutten kann, da bin ich tatsächlich froh, dass ich diese Option noch habe. Oh, natürlich habe ich jetzt nicht getroffen. Oh, der Sprung muss eigentlich sitzen. Das ist eine gemeine Attacke, tatsächlich. Das ist wirklich sehr gemein. Oh. Ja gut, dafür muss ich den Gegentreffer in Kauf nehmen, nur mal. Okay, oh, in den rein jetzt mal, Mann! Okay, und er ist weg. Okay, tschüss. Oh. Ich mag den Boss gar nicht, vor allem mit der PC-Steuerung. Aber na gut. Ich würde sagen, mit dem epischen Ende dieses Bosses beende ich den Part. Lasst den Burner da, haut rein, wenn es ja wieder heißt. In der Story geht's weiter. Bis dann und ciao. Die heilige Sonne haben wir übrigens erhalten. Eine Essenz der Natur. Danke, Kirby. Auch ich spüre die heilige Sonne. Ich träumte vom Wasserfall im Berg nördlich der versunkenen Stadt. Eventuell ist die nächste Essenz dort in der Nähe. Und jetzt beende den Part, Spurst.